Willkommen zurück, meine Freunde, bei God of War Nummer 1. Und ja, wir sind hier stehen geblieben, schauen uns das Ganze mal an. Eine Statue der Aphrodite, scheinbar trug sie einst eine Halskette. Also müssen wir eine Halskette besorgen. Eine Statue der Hera, scheinbar trug sie auch eine Halskette. Also Hera und Aphrodite stehen auf Schmuck, okay. Orbs holen wir uns noch. Na, gehen wir mal hier rein, wa? Ui! Sollte das etwa eine Falle sein? Ist euch nicht geglückt. Ich glaube, wir müssen hier sogar wieder mal abtauchen. Ich mag ja Unterwasserlevel sehr. Also, überhaupt nicht eigentlich. Aber wir haben ja die Fähigkeit bekommen, unter Wasser zu atmen. Und zwar lange. Für immer eigentlich. Oh, oh, oh. Oh, wir sind hier in dem Brunnen, den man von da hinten sehen konnte. Die Tür geht schon mal auf. Was heißt Tür? Die Mauer geht halt kaputt dahinter. Verstecken sich die Orbs. Alles Klärchen. Aber hat uns das jetzt wirklich was gebracht? Runterfallen können wir nicht. Aber hier gibt's auch nichts. Mir fällt hier jedenfalls nichts auf. Dass wir irgendwie so einen langen Sprung machen können. Oder in die Richtung. Ist halt nur ein cooles Versteck, aber ansonsten... Ansonsten eher nichts. Leider keine... Ups. Obstsalat. Leider keine Halskette gefunden. Das ist natürlich doof. Es war jetzt mehr ein Geheimgang als... dass man da weiterkommt. Ja, dann. Wow. Da wollte ich gar nicht so schnell hin, aber okay. Ich höre doch schon wieder irgendwelche Sackratten von denen, ey. Ehrlich. Ja, wirbel da unten rum und gib ihm einen mit. Jawohl, einer ist runtergeflogen. Geil. Ich erwische den natürlich hier nicht wirklich gut von unten. Aber vielleicht... Nein. Ach, da oben diese Scheiß... Ah, hier geht mir auf den Piss, ey. Kann man die nicht anderweitig besiegen. Und zwar so. War das ein Witz, ey? Wir haben die zu Stein gemacht und haben die nicht kaputt bekommen. Es darf nicht wahr sein. Ach, die haben wieder ihre... Moment, 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 ihre Explosionspfeile. Und weg mit denen. Da sind wir doch ganz schnell mit fertig. Noch mehr Orbs. Apropos Orbs. So, wir haben wieder mal 12.000 Orbs. Und mit 9.000 verbessern wir unsere Klinge.
Da schwinden unsere Orbs dahin. Boah, wie lange das dauert. Das könnte man mit Sicherheit auch ein bisschen was schneller machen. Huch, nein. Ja, ja. Aber woher wir die ganzen Orbs jetzt haben? Krass. Entweder sind in den Truhen jetzt mehr Orbs drin oder die Gegner lassen mehr fallen. Lanze der Furien. Oh, wunderbar. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Macht es Herkules? Mhm. Oh, Stufe 5 ist das Maximum, was man ausbauen kann. Dann ist ja gut. Haben wir die Waffen jetzt. Also stärker geht's nicht. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ja. Mist, ich komme da nicht hoch. Unerhört. So, was haben wir hier? Netter Tunnel. Ach so. Wow, das geht ja mal richtig ab. Wir haben einige geile Angriffe drauf jetzt. Ich habe übrigens abgeblockt, was geht denn bei euch ab? So, 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 so. Schieß. Oh, da trifft er mich dann auch nicht mal. Wie ist es denn wahr? Hau ihn um. Oh, ich sehe hier nichts. Dieses scheiß Tor. Warum hält er so viel aus? Wir brauchen auf jeden Fall wieder Magie. Benutze ich ja jetzt doch ein bisschen öfter. Wow, voll reingelaufen, ja klar. Und jetzt wirbeln wir mal richtig rum hier. Aha. Da haben wir eine Halskette. Ich glaube es nicht. Was soll der Kram jetzt? Ich brauche die Kette, hallo? Wie meine kaputte Seele liegt auch ihr Weg in Stücken. Heilen Sie meine Seele und legen Sie den Pfad frei. Pathos hast du nicht gesehen. Oh, das geht schwer. Das dreht ja richtig lahmarschig. Bringt das auch irgendwas? Ah, naja, irgendwie nicht. Vielleicht muss ich erst hier was machen. Nicht wirklich. Ah, was haben wir hier? Ach so, der Weg liegt in Stücken. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Kann man das da in die Ecke schieben?
Wir haben quasi ein Puzzle hier. Und damit können wir das drehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, warte, kommen wir noch hier hin. Moment, jetzt müssen wir hier Tetris spielen. Tetris im alten Griechenland. So, das hier hin. Wonderful, das kann man da kurz reinschieben, kein Problem. Ja, wo wir das hin tun, das weiß ich noch nicht. Schieben wir erstmal dahin. Das haben wir noch. Haben wir sonst noch irgendwas? Oh, den hier. So ein T. Moment. Ja, Kratos hat Kraft ohne Ende. Der kann ganz locker solche Steine schieben. Vielleicht brauchen wir den langen da gar nicht. Das hier. So oder so. Den langen braucht man vielleicht ja doch. Oder nicht. Der ist vielleicht übrig. Um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Ja, irgendwie fehlt da ja doch ein bisschen, aber... Da... Wenn ich das... Dahin tue. Okidoki. Aber das wäre ja falsch. Haben wir hier irgendwo noch einen Stein oder so? Ne. Es gibt noch eine Möglichkeit. Genau. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Dann müssen wir den nochmal hier drauf ziehen und drehen. Ich glaube, ich weiß, wie ich alle Steine verbauen kann. Moment. Den erstmal weg. Dann müssen wir den doch rausnehmen hier. Achso, ne, den müssen wir auch drehen, genau. Den müssen wir noch drehen. Boah, wenn das wenigstens ein bisschen zügiger ginge. Moment, der muss weg. Oh Mann, das ist echt jetzt ein bisschen doof. Falsch angegangen, das Ganze. Das muss dorthin. So, genau. Dann haben wir... Moment. Das lange. Das Rätsel hier machen wir auf jeden Fall noch fertig. Also manchmal macht er nicht so das, was ich will.
Dann haben wir wenigstens schon mal die Halskette der Hera. Dann der. So dahin. Den erstmal noch nicht. Wüsste ich jetzt nicht, der. So. Ja, jetzt brauchen wir den Kleinen eigentlich nicht. Aber hoffentlich brauchen wir den wirklich nicht. Weil es passt eigentlich. Soweit. Kick it. Gib Schmackes, Kratos. Einen hast du noch. Jetzt aber, oder? Hm. Warum passiert jetzt nichts? Vielleicht muss man ja noch mal was drehen. Vielleicht auch nicht. Hm. Ah, okay, war noch nicht richtig drin. So ist es. Jetzt ist der Weg frei. Möchten Sie die Halskette nehmen? Ja. Sie haben die Halskette der Hera erhalten. Juhu. Und zeitgleich rutscht die Leiter runter. Das lobe ich mir. Ein kleines, feines Rätsel. Aber so schwer war es nicht. Dann können wir jetzt hier raus. So, durch die Höhle zurück. Dann speichern wir und dann gehen wir die Leiter im nächsten Part hoch und hoffentlich bekommen wir dann die Halskette von Aphrodite. Das sollte zu machen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.